Hey, das Abenteuer-Handy geht in die zweite Runde. Ich bin nämlich hier vor dem Bürgerbüro der Stadt Herzberg, wo ich das jetzt abgeben werde. Wer das Handy da schmerzlich vermisst, der weiß also, wo er hingehen muss. Ich zeige auch noch gleich die Öffnungszeiten einmal. Und damit ist wohl das größte Abenteuer für 2019 schon fast beendet. Hier im Innenhof des Rathauses befindet sich das Bürgerbüro der Stadt Herzberg. Ich hole das mal ein bisschen ins Bild. Dort ist der Eingang, also ganz leicht zu finden. Hinten vom Jüß kann man da auch sehr gut hingelangen. Ist also ganz gut zu erreichen, liegt halt nur in einem Innenhof. Und wir schauen uns noch einmal kurz die Tür an, die sich wahrscheinlich gleich öffnen wird. Deswegen muss ich zusehen, dass ich vielleicht nicht direkt in den Sensor reinlaufe. Damit wir hier die Öffnungszeiten noch ganz kurz sehen können, dann mache ich mal ein bisschen größer. Kann man es erkennen? Ich weiß es nicht genau. Gehen wir noch einen Schritt näher ran. Das ist also in der Regel von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Mittwoch bis 12.30 Uhr, Freitag bis 12 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat bis 12 Uhr. Jo, weil das hier so schön ist, zeige ich hier nochmal. Unten sieht man den Marktplatz und hier ist das Rathaus. Dort kommt man auf den Innenhof. Und wer das Handy vermisst und sich nicht auskennen sollte, der kann sich auch merken, bei Foto Sterner ist der Zugang zum Innenhof, wo sich das Bürgerbüro der Stadt Herzberg befindet. Hey ho, herrlicher Tag. Damit haben wir ja für 2009 schon unglaublich viel für unser Karma-Konto erreicht. Hier geht es jetzt schön weiter durch die Stadt. Und ich hoffe, dass ich auch in diesem Jahr wieder einige schöne Beiträge für Herzberg am Harz, der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Urbo werde erstellen können.